Bei der Bekleidung muss man extrem auf eine hohe Funktionalität achten. Man darf nicht vergessen, bei Hochtouren geht man von tief weg, wo es oft sehr warm ist, und kommt dann ins Vergletscherte hinauf. Das heißt, man muss eine große Bandbreite an Temperaturen abdecken können. Noch dazu muss man immer auch einen Wettersturz im Auge haben. Deshalb verwenden wir das sogenannte Zwiebelschalenprinzip. Das heißt, man arbeitet mit mehreren Schichten, wobei da auch wichtig wäre, dass man Schichten verwendet, die man dann nicht wechseln muss, die also auch noch eine Wärmeleistung haben, wenn sie leicht feucht sind. Beginnend bei den Schuhen. Funktionelle Bergschuhe für Hochtouren haben natürlich eine gute Sohle, haben eine gewisse Steifigkeit, dass sie Steigeisen aufnehmen können, haben hinten eine Möglichkeit, einen Kipphebel unterzubringen, und haben ein Gore-Tex-Innenfutter, sodass der wasserdicht ist. Sie sollten nicht zu schwer sein, weil man eben oft lange Zustiege hat, wo es trocken ist, wo man auch mit einem Turnschuh gehen könnte. Also das ist eigentlich ein sehr guter Hochtourenschuh für normale Gletscherwanderungen oder Gletschertouren. Danach ist es, wie schon angesprochen, wichtig, dass man hohe Funktionalität hat. Softshell-Materialien wie Jacken und Hosen sind ideal, weil ich erstens von der Wärmeleistung her gut bin und auch von der Beweglichkeit und auch von der Robustheit. Noch dazu, wenn sie ausgestattet sind, beispielsweise im Beinabschlussbereich bei den Hosen oder im Ärmelabschlussbereich mit verstärkten Materialien, dann bin ich mit Softshell auf Hochtouren perfekt unterwegs. Da man nie ausschließen kann, dass es kalt wird, beziehungsweise da es zwangsläufig kalt wird, ist eine Isolationsschicht wichtig. Die habe ich immer dabei. Es könnte auch ein Wettersturz kommen, eine Wärmeschicht ist unerlässlich. Wir waren schon beim Gewitter oder bei einer Wetteränderung. Ein Hardshell ist einfach praktisch, fein und hilft auch sehr viel, wenn es regnet. Ich bleibe trocken und kann so auch weiter warm, leistungsfähig bleiben. Von der Unterwäsche her noch einmal der Hinweis: Es ist ideal, wenn ich was habe, das ich den ganzen Tag anlassen kann, das die Wärmefähigkeit behält, auch wenn ich es trage, auch wenn es leicht feucht ist und das sich natürlich auch gut anfühlt. Was das ganze Jahr im Rucksack drinnen ist, geradezu zur Notfallausrüstung gehört, sind Handschuhe und eine Mütze. Gerade wenn man im Eis unterwegs ist, können es ruhig ein bisschen stabilere Handschuhe mit Verstärkungen sein, weil die Firnoberflächen sehr rau sind und der Fels teilweise sehr scharfkantig. Allgemein ist die Bekleidung extrem wichtig, wenn es um die Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Sicherheit geht. Man sollte daher nicht sparen, sollte sie mit guten Materialien ausstatten, da hat man geringes Gewicht und hohe Funktionalität, sprich einen großen Spaß auf der Hochtour.